Wenn man jetzt, sagen wir, einem mongolischen Journalist beschreiben müsste, das Lebenswerk ihrer Tante, wie würden Sie es in ein paar Sätzen formulieren? Das ist eine sehr elegante Dame, eine wirklich gute Schauspielerin, eine verkörpernde andere Menschen mit großem, sehr feinem Humor, sehr teilweise bizarrem Humor und eine große Könnerschaft in dem Beruf vor der Kamera. Selbst in kleinsten Nuancen etwas auszudrücken, in einem kleinen Stimmklang etwas zu sagen oder Humor zu haben. Oder auch ein ganzes Schicksal einfach in einem Halbsatz einfach fallen zu lassen, wo der Zuschauer meiner Meinung nach mit der Breitseite hineingedroschen bekommt, was dieses Leben ist, und dann dafür da dem Zuschauen. Ich habe diesen Sommer zwei exorbitante schauspielerische Leistungen gesehen, sodass ich gesagt habe, ich knie nieder. Das habe ich ihm nicht gesagt, er ist mein Neffe und ich kenne ihn von so. Aber das war der Cornelius vom das Leid und die Todesangst und die Gläubigkeit, die ganz schwierig für ihn zu erreichen ist. Das Leid der Menschheit hat er uns eigentlich vorgespielt. Das war die eine große Leistung. Und die zweite große schauspielerische Leistung war der Götz-George in der Dokumentation und dem Film über seinen Vater. Und ich habe gesagt, Gott sei Dank, ich habe zwei Schauspieler gesehen, die so unglaublich sind und mich so dankbar machen, dass ich zu dem Beruf dazugehöre, dass ich auch da mitspielen darf. Das waren diese zwei. Das war wunderbar. Ich glaube, Sie haben sich revanchiert, nicht mit Eingangsrunde. So zu sagen, ja, das dürfen wir aber auch. Zu Recht. Einmal dürfen. Sehr geplagt haben wir uns. Also das ich stimmt. Mit 75, ich bin mit 18 dazugegangen, mit 17 dazugegangen und ich hatte nur Pause, wie ich in Erwartung mit meinem Sohn war. Glauben Sie mir, das Lob, das ist besonders liebenswürdig von dem jungen Mann, aber glauben Sie mir, ich habe es mir hart verdient. Würden Sie sagen, welche Rolle, welche Art von Spiel ist das, was Ihre Persönlichkeit, Ihrem eigenen Charakter am nächsten kommt? Wenn man mir die Rolle gibt, dann natürlich die Heiterkeit, das Humorvolle, das Menschen nachzeichnen,
die vielleicht ein bisschen tollpatschig sind oder die sich einbilden, etwas Größeres zu sein, als sie sind. Da liegt zum Beispiel der Humor auch für mich in diesen Figuren. Ich kann mich schief lachen, wenn jemand ganz ernsthaft eine Hotelhalle betritt und den Bauch einzieht, weil er merkt, er wird beobachtet von den in der Halle Sitzenden und stolpert dann. Das ist für mich königlich, da könnte ich Tränen lachen und mich freuen. Und sowas würde ich aber auch spielen. Also ich würde mich gerne selber auch zum Clown machen. Ich hatte das Glück, einen Produzenten in Hamburg zu treffen, mit dem ich mittlerweile auch befreundet bin, der mich eigentlich weggebracht hat von den nicht so guten Lustspielen. Ich habe sehr gerne mit dem Elmar Wepper zusammengearbeitet, aber diese Art, das ist nun vorbei. Das war gut, das war quotenhitmäßig wichtig, aber der bringt mich jetzt doch zu sozialkritischen Themen. Mhm. Das war eine Trinkerin, das war eine krebskranke Sterbende innerhalb der Familie, das war eine Alzheimer, die jetzt läuft an meinem Geburtstag. Und jetzt ist es eine Auseinandersetzung mit Sinti und Roma, die in ein Haus einziehen und die entsetzt ist, diese Frau aus armen sozialen Verhältnissen, die aber sich wehrt gegen diesen Einbruch von diesen Zigeunern, wie sie das nennt, darf man ja nicht sagen, sondern die Zigeuner dürfen über sich sagen, sie sind Zigeuner, das habe ich während dieser Arbeit gelernt, aber wir müssen sagen, Sinti oder Roma und kurz und gut, und diese Person, die eigentlich die alle nicht mag, lernt einen kleinen Buben kennen, der musikalisch begabt ist und hilft ihm. Also wunderschöne Stoffe, aber auch heikle Stoffe, auf jeden Fall sind sie, also wenn Sie sich das angucken bei den Alzheimer-Filmen, werden Sie sehen, es sind ein bisschen harte Dinge dabei, ja, aber da bin ich diesem Produzenten sehr dankbar. Jetzt sind Sie in diesen Rollen auch teilweise, sind Sie geschminkt, schauen Sie aus, eben wie eine Alkoholikerin aussieht. Schrecken Sie sich da auch manchmal selbst oder denken Sie sich, oh Gott, so kann es auch gehen? Enorm schrecke ich mich. Ich bin, wie ich die Alkoholikerin gesehen habe, das lief beim Hamburger Filmfest und das auf der großen Leinwand, das war schrecklich. Ich habe mir gedacht, nie wieder wird mich ein Produzent beschäftigen. Mit diesem Gesicht, das ist ja wirklich grauenhaft. Wehe, es wäre anders gewesen. Wehe, es wäre mit geschminkt und geschummelt gewesen. Mhm. Die Leute sind so genau, das Fernsehpublikum ist so genau, so unbarmherzig und kommt auf jeden Lidstrich. Ist dann bei einer Krebskranken, die im Sterben liegt, zu viel. Jeder Lidstrich ist bei einer Alkoholikerin zu viel. Es muss die Wimperntusche herunterrinnen. Man sieht entsetzlich aus. Aber wissen Sie, wenn mir mit diesem Film zum Beispiel gelingt, wenn etwas übrig bleibt von mir und irgendwann läuft der Alkoholikerfilm und der Gatte sagt dann, guck mal Christianchen an, so kann es dir auch gehen, wenn du jetzt den 5. Cognac trinkst, dann hat man mit dieser Art Stoffe was erreicht. Oder mit dem Alzheimer-Film, wo man sich sagt, wie geht die Familie damit um? Und wie kann man damit umgehen? Wie wichtig ist Familienliebe zu einem solchen Menschen, der nicht mehr er selber ist? Mhm. Und das ist eigentlich die Aussage von dem Film. Und das ist wichtig, weil die Krankheit natürlich, wenn wir alle älter werden, immer mehr um sich greift. Der Aspekt, dass diese Jedermann-Rolle, dass Ihr Vater Attila Hörbiger die gespielt hat, dass er ja auch so als der Jedermann galt, spielte das für Sie eine Rolle? War das auch sich eine Art der Familie stellen? Nein, um ehrlich zu sein, hatte das mit der Familie gar nichts zu tun. Als ich erfahren habe, dass ich es werden soll, war das für mich, da gibt es, ja, natürlich gibt es da das wirklich das kleine Stoßgebet oder den kleinen Blick zum Himmel, selbstverständlich, weil man sich denkt, das kann ja auch nicht wahr sein. Ja? Genauso wie ich jetzt hier sitze und mir die ganze Zeit denke, da sitzt meine Tante, die mich wirklich von so kennt, ja? Wo ich Fotos habe, wo ich mit ihrem Sohn spiele und wir uns um ein Elektroauto streiten. Und jetzt bin ich der Jedermann, da sitzt eine ehemalige Bullschaft, die aber auch meine Tante ist, die aber wieder die ehemalige Bullschaft ist. Das ist alles, da kriegt man so ein bisschen ab und zu wird es ein bisschen grotesk, sage ich mal. Aber es ist natürlich wahnsinnig schön. Aber es gibt trotzdem, wenn ich jemals an irgendetwas gedacht hätte, was Belastung betrifft, dann hätte ich den Beruf gar nicht ergreifen dürfen.
weil mit diesen Kapazitäten vorher kann man sich entweder entscheiden, man macht es oder man macht es nicht und lässt es. Das ist das Einzige. Aber was meine Großvater betrifft, das ist, ich habe es mir immer so gesagt und ich denke, es stimmt einfach auch. Wir sind als Männer unterschiedlich, als Schauspieler unterschiedlich, als es sind so viel, er war ein Jedermann in einer vollkommen anderen Zeit. Noch dazu war er es in zwei verschiedenen Zeiten. In der Zwischenkriegszeit und im Nachkriegsösterreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Das sind zwei vollkommen verschiedene Welten. Das heißt, auch da gibt es ganz andere Zusammenhänge, in denen der Jedermann A inszeniert wurde, von ihm gespielt wurde und von einem Publikum rezeptiert wurde. Und das ist bei mir genauso. Ich bin auch in meiner Zeit und es werden nach mir noch andere kommen, die sind wieder in ihrer Zeit. Also ich kann der Tatsache, dass der Jedermann oder einer der Schauspieler, der wunderbaren Schauspieler, die diese Rolle schon gespielt haben, dass das mein Großvater ist, ist das einzige Faktum, das da für mich gilt. Alles andere ist nicht interessant. Ist Ihr Großvater aber trotzdem sowas wie ein Vorbild? In einer gewissen Arbeitsauffassung ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir fast alle Jedermänner, derer ich habhaft werden konnte, vorher angeschaut, natürlich. Weil ich werde schön blöd sein und mir nichts abschauen von solchen Leuten, die das vor mir gespielt haben. Auch um Dinge zu sehen, die ich nicht so machen möchte. Es ist ja interessant, dass gerade in Ihr Jedermann, finde ich, der spirituellste seit langem ist. Nicht? Das hat auch, sagen wir mal so, das, was wir versucht haben da, ist eine Hinwendung zu einem Glauben, wie sie, glaube ich, jeder Mensch hat im Grunde. Ja. Wenn er so aufgewachsen ist, wie wir alle aufgewachsen sind. Ich habe auch meine Gottesvorstellung. Ja? Und ich kann genauso gut Stoßgebete loslassen. Und es gab zwei Situationen in meinem Leben bis jetzt, wo ich wirklich ein echtes, ehrliches Stoßgebet losgelassen habe. Und das war selbstverständlich an das, was ich als Kind mitbekommen habe, was die erste Aufprallmembran ist, wenn Sie so wollen, für all diese Dinge. Das ist, da denkt man selbst in diesen kurzen Sekunden an den alten Mann mit dem weißen Bart und ist eigentlich sehr glücklich damit. Dass ich mich nicht fragen lassen muss von Amtskirchenträgern, ob ich irgendwie was mit meiner Sexualität los ist oder so. Das ist mein eigener Bereich, das möchte ich nicht und glaube nicht an sowas. Und deswegen ist da eine Verabschiedung passiert. Aber alles andere ist da, mal mehr, mal weniger. Ich finde ja, dass wenn am Ende dieses Jedermanns die Erde auf den, weil sonst ist das so ein trauriges, schreckliches Ende, wo man eigentlich sehr gebückt ausgeht. Und das ist so versöhnlich und schön, dass man eigentlich mit den Tränen kämpfen muss. Wenn also wir das erreicht haben, dann ist das so, dann freut mich das für uns, weil das war im Grunde das Ziel. Weil wenn dieses Ende da ist bei einem Menschen, dann ja, was soll man Besseres machen, als versöhnlich zu sein? Alles andere wäre entweder Rache oder keine Vergebung, was weder christlich noch katholisch noch sonst etwas ist. Darum kann es irgendwie im Endeffekt, glaube ich, nicht gehen. Oder das wünscht man sich zumindest, dass es darum nicht geht. Und da bieten die verschiedensten Religionen verschiedene Antworten. Und wir haben versucht, das so neutral zu halten, dass dieser Punkt des Todes das Einzige ist, was überbleibt. Weil das ist das, was der letzte Moment ist, den ein Mensch haben kann und den andere auch von einem sehen. Wes Religion er ist nicht wirklich interessant. Also ich war immer gläubig und ohne Religion hätte ich die schweren Stunden in meinem Leben, wenn ich das so kitschig ausdrücken darf, nicht überstanden. Das ist etwas ganz anderes, was Cornelius von der Religion oder von Gott oder seiner Gottbezogenheit sagt. Ich war immer gläubig und ich habe nichts Besseres, um mich daran festzuhalten in schwierigen Situationen. Sind Sie der Jedermann gerade? Sie
haben wir ja gerade auch schon besprochen, auch an einem Höhepunkt erschaffen. Es spielt die Mavi Hörbiger am Burgtheater. Der Christian Tramitz, der Enkelsohn von Paul Hörbiger, ist einer der erfolgreichsten Comedians in Deutschland. Also Ihre Mutter ist eine der größten Burgschauspielerinnen. Aber liegt es in den Genen? Also das ist ja ein bisschen eine krasse Häufung. Natürlich liegt es in den Genen. Nein. Natürlich, und man will das auch. Nein, es liegt, ich weiß nicht, ob es in den Genen liegt. Nein. Na, wo denn? Nein, ich glaube, es ist einfach, man kriegt es mit. Nein, was wir mitbekommen haben, ich würde gar nicht sagen in den Genen. Ich würde sagen, man bekommt es mit. Die Hetz? Wenn die Hetz, die Leidenschaft, die Lust, das ist das, was wir Kinder mitbekommen haben. Von euch, von meiner Mutter, von meiner Tante, von meiner zweiten Tante Maresa, natürlich auch von den Großeltern. Man bekommt aber auch viel Disziplin mit oder sowas. Es ist natürlich, wenn das ganze Leben sich nur da abspielt im Theater, dann ist es ein gewisses Fluidum. Natürlich, wenn alle in der Familie den gleichen Beruf haben, dann gibt es eine Art von Zusammenballung, die natürlich irgendwann einmal Früchte trägt. Ja. Den Cornelius so von der Seite angeschaut und mir gedacht, Mensch, ich habe ihn doch wahnsinnig lieb. Ich habe ihn so, ja, aber ich habe mich dann geprüft und mir gedacht, na, würdest du ihn auch so lieben, wie du ihn jetzt liebst, wenn er schlecht gewesen wäre? Ah, interessant. Wenn er denn jedermann verhaut hätte, wenn er versagt hätte, wenn heiße Luft gekommen wäre, anstatt ein großes Erlebnis. Ich habe mir gedacht, wie viel ist die Liebe zu der Leistung, die er erbracht hat? Und wie viel ist es die Liebe zu meinem Neffen? Da muss ich mich selber noch prüfen. Im Moment, wenn er zur Türe hereinkommt, Männer mit Erfolg sind überhaupt also unglaublich ansehend, herrlich. Und jetzt in dem Moment habe ich gedacht, na, Christiane, wie ist das? Wahrscheinlich hätte er mir ein bisschen leid getan, wenn er also statt diesem Riesenerfolg vielleicht ein bisschen daneben gehaut hätte. Ich prüfe mich selber, ja. Ich weiß wären es Sie noch eher nicht. Eher die ihn aufbaut, oder wären Sie die schärfste Kritikerin? Nein, ich wäre keine Kritikerin, er hätte mir leid getan, natürlich. Aber das ist ja, stellt sich ja nicht mehr die Frage. Wenn ich mich auf einen Film vorbereite, das war in den letzten 10 Jahren nun mal so, tut es manchmal sehr weh, wenn man ganz hinunter muss, in sein eigenes Inneres hinunter und das hervorholen, was die Rolle verlangt. Und das kann manchmal ein sehr unangenehmer Prozess sein, den ich versuche, während meines Rollenstudiums und mit mir alleine herauszufinden und dann dem Regisseur anzubieten. Und je mehr ich da hinuntergeklettert bin in meine Tiefen und Schuldgefühle und Ängste und das wieder auch meine Hassgefühle, was ich da herausholen kann, und das ist das Herrliche an unserem Beruf, dass man es dann das verwerten kann. Mhm. Bei Ihnen? Eigentlich ja. Also das ist im Grunde die Verpflichtung, die man hat, wenn selbst wenn man etwas Komisches spielt, selbst wenn man irgendwie eine ganz komische Rolle hat, auch da muss es Untiefen geben. Komik ist immer nur dann da, wenn es ein wirkliches Problem gibt. Ja, also jemand wie John Cleese lebt davon, dass seine Panik einfach in jeder Sekunde echt ist. Ja. Dann lacht man. Wenn das nur vorgespielt ist, sagt man, ja, ist witzig, ich verstehe die Pointe, aber ich merke die Absicht und ich bin verstimmt. Und dadurch, ich kann dem nur zustimmen, genauso mache ich es. Das ist eine sehr einsame Arbeit, das ist eine alleinige Arbeit. Da kann ich weder meine Frau noch mein Kind noch teilweise auch mich selber nicht brauchen. Also da muss man einfach, das ist wirklich, ich weiß nicht, ich gehe da in der Küche auf und ab und meine Frau behauptet immer, ich habe schon graben gegangen. Weil es einfach gar nicht anders geht.
weil man durch eine gewisse Manie in sich selber graben muss. Sie einander auch in Rollenentscheidungen, in Karrieredingen? Eigentlich nicht im geringsten, nein. Einmal hat mich deine Mutter beraten, da hatte ich eine Fernsehserie gemacht, die sehr erfolgreich war und spielte eine Richterin, die nach jeder Folge natürlich Recht hatte. Dann lief der Abspann, aber das letzte Wort hatte die Richterin und hatte immer Recht. Und man hat mir ein Drehbuch angeboten, wo ich die Geliebte eines jungen Mannes, das heißt, der junge Mann wurde mein Geliebter, und zum Schluss hatte ich nicht das letzte Wort, sondern ich habe ihn versucht zu erschießen und er hat sich mit der Jungen zusammengetan und das junge Paar hatte den Schluss. Und ich war empört. Ich war empört, dass man mir wagt, sowas anzubieten. Und dann rief ich meine Schwester an und sagte ihr, stell dir vor, was mir jetzt passiert ist. Und Elisabeth sagte zu mir, bist du verrückt, du bist eine Schauspielerin. Oder bist du noch immer eine Schauspielerin? Sage ich, ja, ich bin eine Schauspielerin. Sage ich, du bist eine Schauspielerin, also spielst du selbstverständlich auch eine ältere Frau, die verlieren kann gegen den jungen Liebhaber. Dann hat sie mir richtig den Kopf zurechtgesetzt. Das war aber kein Rat, den ich bei ihr eingeholt habe, sondern ich habe mich bei ihr beklagt, dass man es wagt, mir sowas anzubieten. Ich habe die Rolle übrigens gespielt. Jetzt so dankbar, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich gehöre zu den Frauen, die mit 75 sagen, ich war noch nie so glücklich.